InScope tatsächlich. Tanzverbot. Likes? Nur damit kein Video von mir kommt? Ihr seid mir immer einen Schritt voraus. Ich drehe den Spieß um. Wenn dieses Video 200.000 Likes bekommt, kommt nächste Woche nur ein Video. Ihr Pisser, Alter. Denkt ihr auch, ihr könnt mein System auch dribbeln, Alter, dass ich keine Videos mehr hochladen kann? Ich bitte euch, versetzt euch in folgende Lage. Ihr macht einen Termin mit Hamid aus, um euch einen Wer ist Hamid? Sehr, sehr geilen Luxuswagen rauslassen zu können. Deswegen muss ich dieses Mal leider passen. Welches Wort würdet ihr wählen, um in diesem Interview auftrumpfen zu können? Tatsächlich heute mit einem AMG GTR. Tatsächlich und ja, tatsächlich vor 7 Jahren Tellerwäsche. Tatsächlich! Weißt du, welches Wort ich benutzen würde? Ordinär. Tatsächlich nicht. Tatsächlich. Ich bin heute Morgen ganz entspannt aufgestanden und habe mir Gedanken über die verschiedensten philosophischen Themen gemacht. Bin in die Küche gegangen und habe mir meinen morgendlichen Entspannungskaffee gemacht. Ich habe mich hingesetzt mit ein wenig klassischer Jazzmusik und dann kam es mir. Gib mir noch ein halbes Teil und heute Nacht wird... Tatsächlich. Oh! Tatsächlich nicht. Meinst du, es fällt auf wegen anderer Morde, dass das Video nicht am gleichen Tag gedreht hat? Sind immer noch die gleichen Fotos hinten? Und gerade eben? Ne, die Displays haben sich geändert. Fällt nicht auf. Ich nehme an, seine Freundin ist gar nicht da. Oder? Wenn es jemanden gibt auf dieser Welt, der das Thema Verhandeln wirklich verstanden hat, dann ist es Hamid. Hat er so deinen Poncho an oder... Sag mir jetzt, was die Kiste kostet. 112? 105. Unter 109 passiert nichts. 4000 Euro. Hälfte. 107. 108,5. Espresso auf dich? Geht los. 108. Sag mir jetzt, was der Wagen kostet. Für dich, Hamid, der Wagen, so wie er hier steht, 150. 15? Wie bitte? 135, Diskrepanz, wir treffen uns in der Mitte, Hälfte. Ich kann den Wagen für den Preis überhaupt nicht abgeben, hier kommen wir überhaupt nicht zusammen. Espresso geht auf dich? Espresso? 15. Schatz, bist du es? Marvin? Tatsächlich nicht. Ja, geiles Schatz! In unserer letzten Episode hatten wir folgenden Apparillo von der Partie. Und was soll ich fotografieren von hinten so? In unserer heutigen Episode haben wir folgenden Apparillo von der Partie. Und zwar sogenannte Callboys. Hast du ein gutes Video? Sex mit deinen Kundinnen? Aber sehr gerne. Ich finde es sehr gut, dass Tomatolix sich hier mit den wichtigen Themen in der Gesellschaft befasst. Und ich muss wirklich sagen, nach dem Tag mit dem Callboy wird es für Tomatolix meiner Meinung nach Zeit, das Selbstexperiment in die Wege zu leiten. Hast du schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Nee, tatsächlich noch nicht. Tatsächlich. Ja, dieses Gefühl tatsächlich. Tatsächlich. Alexa ist gerade tatsächlich nicht da. Tatsächlich. Auch als Mann ist es wichtig, sich für so einen Abend ready zu machen, das richtige Outfit zu picken, dass man die Frau einfach irgendwo, sag ich mal, geil machen kann, ja. Ja, grüß dich, Schatz. Genau, ich werde... Oh, Alter, aber wirklich peitschenerotisch. Für heute Abend soweit. Alles klar, bis später. It's so bad. Jedem so, wie er kann. Herr Pflaume hat sich mit den Aufzug-Jungs getroffen. Und jetzt bin ich auch gespannt auf die Aufzug-Jungs. Gesprächsdynamik, die sich dort fortentwickeln konnte. Welche oh, das wird, glaube ich, ganz unangenehm. Herr Pflaume. Ich glaube, das wird richtig cringe gestellt und vor allem natürlich auch welche affengeilen Witze Kai Pflaume wieder rausgehauen hat. Die goldene Regel der Boyband, es muss mindestens 2 Jungs geben von 5, die singen können. Ja, und das klappt. Also, der war ganz übel. Ihr könnt mir eine Sache glauben, die Elevator Boys sind nach dem Joke mit einer 200%ig guten Laune durch den Tag gegangen. Kommt echt fresh, Digga. Ich persönlich... Ich habe was Schlimmeres erwartet, ich will ehrlich sein. Ich würde mir zutrauen, mit dem heutigen Fit, den ich gerade trage, mit da dabei zu sein. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Das ist cool. Als ich letztes Mal gesehen habe, was so ein extremer Hass in euch steckt gegen meine Videos, dann lasst diesen Hass wirklich an dem Like-Button raus. Weil damit könnt ihr einfach die Energie, die im Raum steht, bündeln und wir können gemeinsam... Verpisst euch! Nee, tatsächlich nicht. Das war ein gutes Video. Ich fühle mich unterhalten.